Servus Leute, wir sind zurück in, was heißt in, bei The Witcher 3 Wild Hunt. So, wir sind jetzt hier im Erzdorf, um hier den nächsten Extra-Auftrag anzunehmen. Der wird ein bisschen knackiger, wie der letzte. Auch vom Schwierigkeitsgrad her. Und schauen wir mal, was abgeht. Auftrag, Auftrag. Ich habe eure Nachricht gelesen. Wer kann mir etwas über das Monster erzählen? Ja, ich. Eine Patrouille ist verschwunden, irgendwo am Südufer des Sturmsees. Wir wollen wissen, warum. Warum sollte das Arbeit für einen Hexer sein? Südlich von hier leben ein paar Ziegelmacher. Im Dorf Kleinweg. Jetzt ist es fast leer. Viele haben es verlassen. Sie erzählen von einem mordenden Monster. Dort treiben sich keine Redanier rum, das wäre dumm. Und Räuber greifen keine Kaiserlichen an. Das wäre noch dümmer. Also bleibt nur eines. Ein Monster. Du musst herausfinden, was mit dieser Patrouille passiert ist. Im Königreich ist das Leben seiner Soldaten viel wert. Finde heraus, was geschehen ist. Die Belohnung wird anständig sein. Okay, drehen wir mal drüber. Ich brauche mehr Geld. Das Angebot ist viel zu niedrig. Sollen wir mal 10 Goldstücke drauflegen? So viel können wir zahlen. Auf geht's. Abgemacht. Ich finde heraus, was mit eurer Patrouille geschehen ist und ob es wirklich ein Monster in Kleinweg gibt. Gut, gut. Alter, ist der begeistert. Heute ist Kleinweg weg. Das ist ja am Arsch der Welt. Da sind wir von der Reuterinsel noch besser dran. Die war schon am Arsch der Welt. Von der Reuterinsel aus weg. Okay, die richtigen Tasten sollten wir schon benutzen. So, wir haben jetzt hier nämlich noch was zum Schärfen. Hier noch eine Bank zum Benutzen, das ist ganz cool. Das sind unsere Rüstung und Waffen ein bisschen verbessert. Kann man sich mal gönnen. So, und jetzt gehen wir zu den Reuterinseln. Dann können wir hier nämlich gleich mal an dem Erkundungsort vorbeischauen, wa? Schädelsebollen, bitte ein sicheres Ende. Ja, da haben wir schon ein oder andere Mal getroffen, möchte ich sagen. So, hier sind ja die Haufen Kuhle unterwegs gewesen. Alter, Stufe 9 sind die schon. Achso, wir sind ja. Ich hab vergessen, dass wir schon doppelt so hoch sind. So. Wenn wir schon unterwegs sind und hier diesen Part so machen müssen, dann können wir das auch voll auskosten und können uns unterwegs hier noch ein bisschen umsehen. So, dann können wir uns hier an den nicht erkundeten Ort gerne noch mit dran machen. So, ich weiß noch ein bisschen Aufnahme hören, aber bei mir, ich bin gerade mitten in der Nacht, wo ich aufnehme. Das heißt, mitten in der Nacht, ja, abends halt, nachts. Ich hoffe, man hört das Gewitter draußen, weil es schäbert ganz schön bei uns. Hey, lebt mich fett. So. Zeva zum Untertauchen. Kann man mal schauen, ob man etwas sieht, so vor Weitem. So. Versteckter Schatz. Meist sind so versteckte Schätze bewacht. Zumindest hier in dem Spiel. Ja, haben wir doch recht gehabt, Alter. Kleiner Haufen Horde Ertrunkener. So, zack, zack. Zack, das war zu einfach bis jetzt. Okay. Worum geht's da jetzt? Haben wir jetzt den Schatz schon gefunden? Äh.
Okay, das haben wir jetzt anscheinend mitgenommen. Ist noch mehr, wa? So, Alter, da schwimmt unten im Wasser was. Was ist das? Sind gefährlich. Down. So. Hat natürlich nicht getroffen. So. Okay, wir müssen hier raus. Schneller, Geralt, schneller, schneller, schneller. Jetzt sind wir auch bald tot. Hey, jetzt geh raus, Mann. Das war jetzt knapp. Alter, ist doch wegen aufwendig, den Schatz hier zu holen. Verdammte Kacke. Fehlen Sie jetzt hier noch was? Kiste. So. Ah, hier gibt es noch viel mehr. Steven, das müsste so ein Silberschwert sein. Der den Trunk endlich erledigt. Er scheint sich für uns jetzt zu interessieren. Soll mal auch recht sein. So, wo war jetzt der Schatz? Die nächste Kiste. Da ist die nächste. Werden wir schon bald mal haben. So. Rein mit dir, wir müssen wieder raus. So, rauf, rauf, rauf. Essen wir gleich mal was, falls wir wieder fast am Saufen sind. So, haben wir noch irgendwas übersehen? Schaut, glaube ich, gut aus. Rittersporn könnten wir auch noch, sollten wir auf Loch gehen vielleicht. Bevor wir Richtung Ding marschieren. Richtung Skelligate, hat er auch noch gesagt, hätten noch eine Quest für uns. Weil wir schon wieder fast zu stark für Skelligate sind. Müssen wir mal schauen. Das vom Rittersporn, das kann eigentlich nichts gescheit sein. Wir können uns zumindest einmal anhören, bevor wir abhauen. So, jetzt haben wir richtig schön den Schatz abgestaubt. Jetzt gehen wir zu dem Freizeichen noch und dann klammern wir uns den anderen Quest noch. Dann sind wir noch recht gut bedingen für den Paar. Haben eigentlich richtig schöne Sachen organisiert. Sagen wir so, ich werde jetzt hier nicht jedes Fragezeichen abklappern und das aufnehmen. Vielleicht werde ich hier und da, wenn ich mal lustig bin und keinen Bock habe, viel zu machen an einem Tag, mal so nebenbei mal eine halbe Stunde so Fragezeichen abklappern. Bisschen was raussuchen. Und dann schauen wir mal. Also so, diese ganzen Schatzsuchen-Quests, die bringen uns halt momentan noch nichts, weil wir momentan noch nicht stark genug sind, diesen Auftrag für den Schmieder da anzunehmen. Sollten wir aber so Level 20 sein, dann werden wir das auf jeden Fall angehen müssen. Damit auch von den Gegenständen her gut dabei sind. Erscheinungen, diese Kacke. So. Alter. Komm jetzt her. So. So,
So, kann man die so aufhören? Okay, der Levelunterschied ist ganz gut so. Skript, kitanische Kampfsohn. Okay, alles recht schlecht. Ja, das ist ein Silberschwert. Ein bisschen schlechter wie unseres. Naja, merkt schon, wir sind mittlerweile für das. Für die Quest sind wir schon zu gut ausgestattet. Ich hab bloß nochmal gehofft, dass wir vielleicht noch eine geile Rüstung finden. So ein Special Ding. Schauen wir mal, was bei dem Auftrag rauskommt. Oder vielleicht ein geil, vielleicht ein paar Mutagene wieder oder sowas, ne? Ghule. Okay. Und wo Ghule sind, da sind Leichen. So. Grün, das sind genau meine Anforderungen, oder? So, jetzt kann ein richtig anspruchsvoller Auftrag werden. So, komm nur her, Meister. So. Na komm her. Wow, langsam Brauner. Müssen wir das erste Mal schreiben, müssen wir wieder aufpassen. Wir sind wieder stark genug, dass die uns richtig schön Schaden drücken können. Alter, fuckt sich. So, zack, und der nächste muss jetzt dran glauben. So. Ist da jemand? Ihr könnt rauskommen. Es ist wieder sicher. Okay, haben wir sie schon? Ah, ein Hexer. Was ist passiert? Die Nilfgaarder haben hier geplündert. Nach Wertsachen gesucht. Als ob wir was hätten. Wer hat sie getötet? Ihr ja sicher nicht. Ich weiß nicht. Müssen die Bestien gewesen sein, die du abgeschlachtet hast. Alter, nee, nee. Die Sache stinkt. Und damit meine ich nicht die Leichen. So war es, aber warum sich länger den Kopf zerbrechen? So, sehr neugierig. Du verheimlichst mir etwas. Ich werde herausfinden, was. Hier gibt's nichts. Nicht mal die Schwarzen haben was gefunden. Aus dem Weg. Sagen dir nicht gleich, was los ist. Müssen wir uns halt selber auf eigene Faust rumschauen. Alter, lass mich. Die stehen da einem mitten im Weg rum. Kiefer sind so stark, dass sie die Rüstung zerdrückt haben. Alter, ich hab Angst. Kiefer sind so stark, dass sie die Rüstung zerdrückt haben. Das wird auf jeden Fall ein fettes Vieh, was wir da zum Töten haben. Das sind garantiert keine einfachen Necker oder so ein Scheiß. So. Die Wachen haben gesagt, dass die anderen hier nicht plündern. So. Was gibt's hier noch? Haben wir nicht noch mehr? So. Das waren Ghule. Okay, das heißt nicht das, was wir suchen. Das sind die Ghule, wo wir abgeschlachtet haben. So. Mit großer Kraft auf den Boden geschleudert. Innere Blutungen.
Der Geruch von Blut ist noch stark. Ich sollte ihm folgen. Okay. Hinterher. Okay, das waren die Ghule. Ist das die andere Richtung, wo wir hin können? Hier gibt es nichts. Die Spuren führen zu diesem Haus. Was ist hier passiert? Wie meinst du das? Hallo, wir sind nicht blöd. Letzte Chance. Was ist mit den Nilfgaardern passiert? Was ist hinter dieser Tür? Was weiß ich? Hör mal zu. Wenn du mir nicht alles sagst, was du weißt, könnt ihr alle sterben, klar? Kannst du mit dieser Bürde leben? Unter dem Dorf gibt es Tunnel. Tunnel? Elfenruinen. Wir haben dort nach Schätzen gesucht und die dann an Händler aus Novigrad verkauft. Niemand hätte mit etwas Bösem gerechnet. Im Schutt haben wir eine Kammer gefunden mit einer schlafenden Bestie. Wir haben die Stützbalken zerstört, die Decke ist eingestürzt. Aber das Monster wurde nicht begraben. Okay, Näheres. Wie sah das Monster aus? Es war so dunkel da unten. Ich konnte nichts sehen. Und wie hat es die Nilfgaarder umgebracht? Ich bin weggerannt. Ich hab's nicht gesehen. Schlüssel. Gib mir den Schlüssel für die Tür. Du willst reingehen? Nein, ich will mir daraus eine Halskette basteln. Und jetzt her mit dem Schlüssel. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ihr habt euch zum Bau des Monsters gegraben und dann den Eingang verschüttet. Aber die Nilfgaarder haben ihn geöffnet und nach Schätzen gesucht. Das Monster hat die Schwarzen getötet und ist in seinen Bau zurück. Ihr wolltet die Leichen begraben, aber der Gestank hat die Ghule ins Dorf gelockt. Stimmt das so? Ja, das war so, wie du sagst. Ich gehe runter. Wenn ich lange wegbleibe, lauft weg. Die Tür zu verrammeln, zuzunageln, nützt nichts. Es muss andere Wege aus den Tunneln geben. Alter! Du weißt nicht, was die unter nicht lange verstehen, Meister. So. Die Bretter lassen sich anheben. So. Bin mal gespannt, was wir da unten finden. Ich glaube, das wird nicht angenehm. Bei mir ist. Falsche Taste. Nützliches. Wir haben hier unten in so einem Tunnel schon unterwegs sind und nichts gesehen. Rüstung zerfetzt. Arterien aufgerissen. Ein Ekima hat hier geschlafen, bis er von den Dörflern geweckt wurde. Okay. Die Frage ist, was ist das für Viech? Könnten wir uns vielleicht mit dem Öl oder sowas schützen? So, wir speien jetzt hier trotzdem nochmal. Angst? Komm schon. Okay, das haben wir schon mal sowas getötet, oder? So. Weil das wird echt lästig, das Viech zu töten. So, zack, zack, zack. Und nein, drauf. Nochmal drauf prügeln. So, Alter, und wieder haben wir einen Schaden abgekriegt. Scheiße. Allerdings haben wir jetzt ein paar Adrenalin-Punkte. Oder zumindest einen. So, zack. Aber der geht.
Wenn man gescheit Silber schwertet, da geht sowas. Jawohl. Läuft doch. Blöd, Ed. Her mit dem Kopf. Diese Trophäen sind teilweise echt scheiße. So, hier scheinbar. Genau, das habe ich. Das wollte ich sehen. Besseres Geisteröl. So, das, wenn man überall nach Schätzen sucht und nicht weiß, worauf man sich einlässt. Dann geht halt der Schuss nach hinten los. Erst mit den Nilfgaardern, die ja alles plündern wollten. Und dann mit den Monstern. Mit dem Monster, das sie. Also erst mit den Monster, das sie geweckt haben, dann mit den Nilfgaardern, die auch was von den Kuchen abhaben wollten. Und dann hier das Biest wieder befreit haben. Okay, was ist hier? Überall die Tunnel gegraben, selbst unter ihre eigenen Häuser. Mächtig ist eigentlich das Schwert. Das wäre sogar eine Stahlwaffe gewesen. Aber Schwäche wie die, muss wir momentan mit uns führen. Okay, dann holen wir uns unsere Belohnung ab. Beziehungsweise quatschen mit dem mal und dann holen wir uns die Belohnung. So. Geht doch, einmal frei. Läuft doch. Gute Götter, er lebt. Ich habe einen schlafenden Ekima unter der Erde gefunden. Er war alt, muss viele Jahrhunderte geschlafen haben. Einen Ekima? Ein Vampir. Er wird euch nicht mehr belästigen. Hast du ihm den Kopf abgeschnitten und einen Pflock durchs Herz gestoßen? Ich habe getan, was notwendig war. Geht nicht mehr in die Tunnel runter. Ekimen sind keine Einzelgänger. Wir haben dich nicht beauftragt. Trotzdem hast du dir... Genau. Meine Bezahlung. Leb wohl. Heißt, wir können jetzt doppelt abkassieren. Das wäre ja sau nice. Das wäre doch sau nice. So. Hört sich doch mal nicht schlecht an. So, jetzt schauen wir uns mal. 210 Kronen von denen. Jetzt hier nochmal 270. Hat sich der Quest rein vom Geldpunkt her. Geld liegen ja mehr als gelohnt. So. Das ist er doch. Was führt dich her? Arbeit ist getan. Ich bin wegen der vermissten Patrouille hier. Ich war in Kleinweg. Ein Vampir hat das Dorf terrorisiert. Deshalb sind sie nicht zurückgekehrt. Ekimen sind harte Gegner, selbst für einen Trupp Soldaten. Wir werden sie in Ehren begraben. Als Helden. Deine Belohnung. Du hast sie dir verdient. Brigade gehört. So. Gleich nach dort ist das die Frau? Was hat die Trophäe? Bonus vorne bei den Monstern. Halt immer noch beim. Bin immer noch Fan vom Verstümmeln. Nur einmal alle drei Monate. Okay, Leute, wir haben jetzt den Part. Denke ich eigentlich genug erledigt. Haben wir ein Schatzzeug betrieben und so weiter und so fort. So, den Rest. Wir werden dann. Da sind noch mehr Aufträge. Wir sehen uns im nächsten Part von The Witcher 3 Wild Hunt. Ciao.